Hallo Leute, Takeo hier. Der Wintertag hat wieder Einzug in Tyria erhalten und bevor wir im nächsten Video den Patch genauer überblicken, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr wieder durch die Wintertagsgeschenke gutes Gold bekommen könnt. Über Rechtsklick Vorschau könnt ihr den potenziellen Inhalt eines Geschenks dann näher untersuchen und ist nichts dabei, was euch interessiert, dann könnt ihr die Wintertagsgeschenke im Handelsposten verkaufen. Dabei ist ein Stack ungefähr 20 Gold wert. Wie bekommt ihr diese Wintertagsgeschenke nun mit einem angemessenen Tempo? Das geht sehr leicht mit dem Winterwunderland Sprungrätsel, welches ihr hier in Götterfels betreten könnt. Hier im Winterwunderland gibt es dieses Jahr drei Startplattformen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, über die ihr zu eurem Ziel hinspringen könnt. Ganz rechts außen findet ihr die leichteste Plattform mit Quaggans markiert. Hier habt ihr genügend Zeit, über die Schneeflocken zu springen und ein Abschluss gibt euch 5 Wintertagsgeschenke. In der Mitte habt ihr den mittelschweren Weg und ein Abschluss hier verleiht euch 10 Wintertagsgeschenke. Und ganz links, mit den Lebkuchenmännchen markiert, findet ihr den schwersten Weg, welcher euch 15 Wintertagsgeschenke bei einem erfolgreichen Abschluss gewährt. Dabei ist nur die erste Hälfte des Jumping Puzzles vom Schwierigkeitsgrad betroffen, da ab der Hälfte alle Wege zusammenführen. Das heißt, übt für den maximalen Profit den schweren Lebkuchenweg, denn sobald ihr einmal im Flow drin seid, könnt ihr diesen relativ souverän absolvieren. Schwierig sind bei diesem Weg die Schneeflocken, da sie nach Berührung eines Spielers anfangen, sehr schnell zu despawnen. Das heißt, ihr müsst beim Springen die sogenannte Ideallinie nehmen, welches den schnellstmöglichen Weg beschreibt. Dies ist dann meistens schön innen an den Schneeflocken entlang. Bei den 2 Zuckerstangen könnt ihr dann etwas diagonal hüpfen, um dann schnell von der kleinen Schneeflocke direkt zur großen links zu hüpfen, ohne die rechte Schneeflocke mitzunehmen. Hier hinten könnt ihr dann auch abkürzen und in einer geraden Linie über die großen Flocken hier rüber hüpfen. Dann seid ihr auch schon am Lagerfeuer und habt den schwierigen Teil geschafft. Wartet hier auf die Pakete und springt dann mit kleinen Sprüngen über die mittleren Geschenke bis ganz nach oben. Auf der Plattform könnt ihr dann kurz vor der Zuckerstange, die nach unten führt, zur Sicherheit eine Ausweichrolle machen, da hier die ein oder anderen Schneebälle nach euch geschleudert werden bzw. auch der Schneemann ab und an versucht, euch herunterzupusten. Da müsst ihr nur noch auf dem letzten Stückchen den großen Schneekugeln durch die Safe Spots an den Seiten ausweichen und die Schneebälle des Grid abwarten. Mit geraden Sprung über die Zuckerstangen und Geschenke könnt ihr dann ins Ziel springen und habt euch die 15 Wintertagsgeschenke verdient. Ein Run dauert ca. 1,5 Minuten, das heißt optimal bekommt ihr in ungefähr 30 Minuten ein Stack an Wintertagsgeschenken, also ungefähr 20 Gold. Solltet ihr noch an zusätzlichen Wintertagsgeschenken interessiert sein und habt genügend Karma, ohne zu wissen, was ihr damit anfangen sollt, dann könnt ihr hier in Götterfels im Chrompavillon beim Wintertagshändler im vorletzten Reiter die Wintertagsgeschenke für Karma kaufen. Dabei gibt es hier täglich pro Position 10 Wintertagsgeschenke für ein wenig Karma, welches ein Maximum von 100 Wintertagsgeschenken für insgesamt 227.500 Karma darstellt, mal von den Geschenken mit den Schneeflocken abgesehen. Das sind dann auch ungefähr nochmal 8,5 Bonusgold täglich, die ihr euch da holen könnt. Aber ihr müsst auch nicht die teuersten kaufen, sondern könnt ihr nach eurem Belieben an der Stelle aufhören, die euer Karma-Wohlgefühl noch akzeptiert. Solltet ihr für die täglichen Bonusgeschenke nicht genügend Karma übrig haben oder braucht ihr sehr viel Karma, weil ihr damit noch zukünftig den ein oder anderen legendären Gegenstand craften möchtet, dann lege ich euch Lightcatchers Karma Guide ans Herz, denn dort erfahrt ihr nämlich sehr ausführlich, wie ihr den Wintertag auch gleich noch für diese Aktion nutzen könnt. Also ein richtig praktisches Festival für uns Spieler, den Link zu Lightcatchers Video findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut mal rüber, lasst einen frohen Wintertag da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann Leute! Macht's gut. Ciao.